Drohnenbetreiber hofften, Hunde zu finden, die aus der Lavazone gerettet werden mussten, auf der Insel La Palma. Stattdessen sie gefundenes besprühtes Poster mit der Inschrift: Die Hunde sind in Ordnung, und Unterschrift des Teams. Dieses Bild stammt von Video gepostet von anonym Rettungsschwimmer. Über die Not. Hunde für mehrere Wochen sprachen die Schlagzeilen vieler Zeitungen. Nach diese Drohnen haben den Tieren Nahrung abgeworfen und Wasser. Wie die Beamten es sahen Möglichkeiten, sie zu retten? Es war zu riskant zu versuchen, zu gehen Hubschrauber und wurden aus der Schleife geworfen pyroklastisch in der Luft. Die Tierschutzgruppe hat gegossen. Dann gefragt Firma und Zeit zu verwenden große Frachtdrohnen zu liefern Hunde mit Netzen in Sicherheit bringen. Dieser Heilsplan wurde auf diesem genehmigt Woche. Aber dann die Heilsgeschichte Tiere wurden zu einem Rätsel in die alle Hunde verschwunden sind. Entsprechend. Tierschützer? Sie vermuten das unbekannte Retter könnten eingesetzt haben Drohnen Wärmebildkamera zur Bestimmung relativ kalter Weg durch Lavafelder. Es scheint, dass die Hunde geliefert wurden sicherer Ort. Tierschutzgruppe würde gerne wissen, wer diese Retter sind und belegen, dass die Hunde sind in einem guten Zustand. Die Folgen der ab September andauernden Vulkanausbruch auf den Kanarischen Inseln könnte spüre die neulichen Bewohner Ukraine. Wie es möglich wurde. Nach wie die glühende Lava den Ozean traf, Verdampfung von Oxid stieg in die Atmosphäre Schwefel, der sich mit Windböen bewegte weiter. Europäische Wissenschaftler führen Überwachung der Dampfbewegung. Durch ihre Datenwolken von Schwefeloxid haben bereits bedeckt das gesamte Territorium der Ukraine. Medien für Zusicherung ukrainischer Wissenschaftler, die argumentieren, dass die Bewohner des Landes nicht Panik, da die Konzentration des Oxids Schwefel wird in einer Höhe von 10-15 beobachtet Kilometer von der Erdoberfläche entfernt, also die Wirkung dieser Substanz auf die eingeatmete menschliche Luft ist minimal. Auch es wird darauf hingewiesen, dass im Schadensfall Niederschlag wird so über die Ukraine gegossen genannt leicht saurer Regen. Der schadet auch nicht der Umwelt, während dem ukrainischen Segment der sozialen Netzwerke gewinnt Popularität Behauptung, was Bürger des Landes sind in Gefahr und für Schwefeloxid. Seien Sie vorsichtig mit dieser Substanz, in Einwohner der Ukraine haben allen Grund dafür farbloses giftiges Gas. Das löst sich in Wasser und bei Negativtemperaturen werden flüssig und in schweflige Säure umgewandelt. An Berechnungen von Wissenschaftlern an einem Tag. Wolken mit gefährliche Dämpfe fliegen über Ukraine. Laut spanischen Medien zu Beginn der Eruption, aber niemand ist gestorben, ungefähr 2000 zerstört Haushalte. Evakuierung von der Insel geht bereits weiter, verließ etwa 7000 Einwohner von 85000 Einwohnern. Dies ist der dritte Ausbruch seit Jahrhunderten Vulkan auf einer Insel im Atlantik, vorheriger Ozean, passiert in 1971 Jahren. Precaución, gente. Supone que está lleno, tío, ahora, no puede ser.